Hallo, herzlich willkommen auf meinem Fotokanal. Ihr habt ja gesehen, ich habe meine Tasche wieder gepackt. Es gibt ein weiteres Pferdeshooting. Christiane hat mich an den See eingeladen, wo ich ihre Pepper fotografieren soll. Natürlich war das was für mich. Übrigens hat Christiane noch die Ricarda mitgebracht und die Ricarda hat an der Leine die Fafa. Vorab möchte ich euch aber noch was zur Kameraausrüstung sagen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie es da vor Ort denn sein wird, so in dem Randbereich oder dass die Pferde bis zum Bauch oder maximal bis zum Rücken ins Wasser gehen. Deshalb musste ich mir, ich will ja nicht die ganze Ausrüstung mitschleppen, deshalb musste ich mir Gedanken machen, was nehme ich mit. Also mit einem Weitwinkel kann ich nicht viel reißen, das ist für Panorama und Landschaft. Das 100-400 wäre mir jetzt auch zu weit weg gewesen. In Afrika kann man das gebrauchen, aber nicht am See. Deshalb fiel die Wahl auf das 70-200 und das hat einen guten Job gemacht. So, die Kameraeinstellung ist ja so eine Art Porträt gewesen da vor Ort und deshalb habe ich offenblendig fotografiert. Bei dem 70-200 ist das Blende 4. Verschlusszeit waren 400stel und die ISO steht auf Automatik. Und dann einfach nur ein schönes Format raussuchen und draufdrücken im richtigen Moment. Dann springt mal rein in die Fluten. Die springen ist allerdings immer ein Baywatch. Ja, gut. Super! Klasse!
Aber jetzt noch nicht so. Ach, ja, Spiel. Gefällt mir das Spiel.
Die vier im Wasser riesen Spaß hatten, das konnte man sehen und auch hören. Natürlich ist es situationsabhängig gewesen mit den Bildern. Es ist nicht so wie im Studio, dass man sich die Person so drehen kann, hinsetzen kann, ausleuchten kann, wie man es haben möchte. Man muss quasi im richtigen Moment den Finger an dem Auslöser haben. Natürlich kann es dann auch mal passieren, dass man so einen Arsch mitten im Bild hat, also vom Pferd meine ich jetzt. Das andere ist leider auch passiert. Ich habe es ausgepixelt und weggeschnitten. Naja, wir hatten eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei und es hat euch gefallen. Bis dann.